Dieser Sound ist legendär über 30 Sekunden. Ich weiß, also es werden dann kleinere Jingles damit gemeint, weil auf dem Thumbnail hatte ich zum Beispiel, das ist ja auch ganz passend, von Scorpion, ne, halt dieses wahrscheinlich das Get Over Here. So, das heißt, irgendwelche Jingles, die eingespielt werden. Ne, ich würde mal sagen, dass Zelda so, das natürlich. Für mich wäre es das Silent Hill 2 Menu Sound. So, das ist für mich absolut legendär. Oder auch der Menu-Sound von Resident Evil Remake. Dieses Klacken, wenn du im Inventar Items auswählst und auch kombinierst. Das ist so befriedigend. Das ist, aber ich weiß nicht, was da alles drunter fällt, weil du könntest dann eben auch so Sachen, die legendär scheiße sind. Oder die zumindest legendär nerven. So, hey, listen! Weißt du? Der ganze Kram. Ja, oder halt auch das Opening von, weißt du, wenn du das Menü anmachst, von, also wenn du Final Fantasy 7 startest und ins Menü reinkommst. Das ist ja einfach auch schon so. Für mich ist das auch Kingdom Hearts. Weißt du, wenn ich Kingdom Hearts 1 oder 2 anmache, die Menüs davon. Oh, und dann diese melancholischen Visuals dazu und du hast einfach nur dieses Bim, 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 Bim. Das ist hervorragend. Ja, der Minecraft Hurt Sound, ja. Oder das einfach nur das S-Geräusch davon. Also ja, da könnten 1000 Dinge drunter fallen. Mal gucken. Okay, es ist tatsächlich Soundeffekt. Aber dann würde ich sowas wie Get Over hier nicht wählen, weil das ist kein Soundeffekt. Das ist dann ein Voice Clip. Und wenn es darum geht, um die besten Voice-Clips, dann ist es mit Abstand Alone in the Dark von 2008. Das ist immer noch die beste Line aller Zeiten in einem Videospiel. I don't have your stone and fuck you anyway. Das ist... Spiel aus zumindest für mich jüngerer Vergangenheit, und zwar Stardew Valley. Das habe ich nämlich gerade erst nachgeholt und heilige Scheiße, das macht wahnsinnig viel Spaß. Und dieser eine Soundeffekt, der macht das ist so die Krönung. Ne? Wenn man Dinge anbaut und nachher erntet und man die Dinge einsammelt und es macht die ganze Zeit. Das ist also ein dummer Soundeffekt tatsächlich, gerade wenn ich ihn jetzt so alleine für sich mache. Mach nochmal. Ist das nicht auch so einer aus. Ich weiß, Leute, ich schlage wieder zu. Aber das war auch sehr dankbar von Sebastian. Ist das nicht auch ein Soundeffekt aus. Also, es klingt, meine ich, auch sehr ähnlich, wenn du Items in Minecraft oder so einsammelst. Aber es ist auf jeden Fall sehr befriedigend. Ich glaube aber, der befriedigendste Item-Einsammelgeräusch für mich ist entweder sind das die Bowls aus Ratchet & Clank oder die Steine aus den Lego-Spielen. Aber es ist einfach... Ja, ich glaube, es geht einfach nur, was sind die besten Soundeffekte, und dass dieser Sound ist legendär, ist einfach nur, wie schreiben wir das wieder in die Thumbnail rein. Wahnsinnig befriedigend, wenn du so deine Ernte einholst und tick, 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 das war's jetzt schon wieder? Ja, war schon wieder. Du hast mich gerade animiert, nochmal eine Pause einzubauen, du Arsch. Ja, ich hab dir extra Zeit geklaut. Der beste Soundeffekt, den es gibt, ist natürlich der Startsound von der PlayStation 1, wenn die Konsole hochfährt. Oh. Oh, ja, Baby. Oh, let's fucking go. Oh, das. Das war so geil, dieses tiefe, bassige Brummen, was einem da entgeht. Vor allem kommt ja noch der zweite danach, weißt du, du denkst schon so, jetzt haben sie dich mit diesem ersten Einstiegsgeräusch und dann kommt das PlayStation-Logo und du bist so, gepowert ist, das hat direkt gesagt, hier ist eine neue Konsole, ich bin richtig stark und wenn du mich nicht spielst, verhau ich dich. Ich liebe diesen Sound und diese Konsole. Kannst du den vormachen? Ich meine, PS2 ist auch super, ich glaube, irgendjemand hat das mal beschrieben als würdest du ein Piano auf den Boden fallen lassen vom Hochhaus. So halt wirklich diesen explosiven Sound, den du da bekommst. Das ist super. Ich meine, GameCube, das Finale, das ist auch super. Das haben wir heutzutage einfach nicht mehr. So, was haben wir, wenn du die Switch anmachst? Dann hast du dein, ich meine, das Klacken, okay. Aber das ist für mich der Werbesound. Das ist für mich einfach so, oh, du machst die Joy-Cons rein und es klackt. Das ist auch ein befriedigendes Geräusch. Aber ich brauche wieder wir brauchen wieder bessere Startup-Sounds. So, PlayStation 3 war auch noch cool. Einfach, ne, dieses Symphonieorchester, was gerade so, ey, hier, ne, so Ruhe im Raum, wir fangen gleich an.
Das war auch noch ziemlich cool. Aber PS4, PS5, Xbox hat, glaube ich, ich meine, 360 hattest du einmal diesen Swirl, aber das war auch nichts. Da war irgendwie noch diese Ursuppe von der ersten noch irgendwie besser. Dreamcast war auch ganz geil. Aber PS1, PS2, GameCube ist so die Holy Trinity, was die Menü-Sounds angeht. Der beste Soundeffekt ist natürlich der Level-Soundeffekt in World of Warcraft. Nicht mal unbedingt, weil der Sound selber so super geil ist. Also ist schon geil, man hat diese coole gelbe Animation und es klingt. Ich weiß nicht, ob ich einer Person vertrauen kann, die mit diesem Geräusch positive Gefühle verbindet. Alle anderen mit und so. Aber einfach, weil es so lange dauert. Das ist so das Beste, der beste Soundeffekt ist, wenn ich bei Pachinko anfange. wenn die Slot-Machine sich dreht, das ist das beste Geräusch. Der beste Soundeffekt ist, wenn ich in Overwatch eine Lootbox öffne. So auf dem Level ist das für mich. Level. Und wenn wir dann nach stundenlangen Questen und Monster töten und einfach rumreisen, dann endlich ein Level bekommt und das alle anderen im Umkreis auch noch sehen, ja, das ist geil. Ja, komm, da gib mir, also wenn ich für irgendwie stupide Arbeit Belohnung geräusch, dann gib mir das Xbox 360 Achievement Noise. So ein schön subtiler Wusch Soundeffekt ist. Ja. Mach den nochmal. Wusch. Da ist mir sofort Halo eingefallen. Und zwar, wenn dein Schild wieder auflädt. Ich weiß nicht, wieso, aber das ist einfach so ein befriedigendes Gefühl, wenn dein Schild down ist, aber du hast überlebt und es lädt sich wieder auf. Also sorry, aber dieses weiß ich nicht. Ist einfach für mich zu Hause. Das ist einfach. Whoop. So hört sich zu Hause an. Zu Hause. Der kommt aus einem Spiel, in dem es sowieso ganz wenig Musik gab, und zwar aus Diablo. Da hat man eigentlich, glaube ich, nur in Tristram Musik gehabt und in den Katakomben ganz, ganz selten. Und da waren die Soundeffekte umso deutlicher. Und ich kann mich nicht so genau entscheiden zwischen welchen ich nehmen soll. Und ich nehme den Heiltrank-Soundeffekt, weil der ist iconic. Ungefähr so. Oder den Gold-Soundeffekt. Der ist auch equally iconic und beide sind total toll. Und jetzt hört ihr beide aufeinander gelegt. Keine Ahnung, ich habe das Gefühl, ich kann jetzt ganz gut einschätzen, wer von den Leuten in der Redaktion schneller ein Gambling-Addict wird als andere. Kannst du nochmal vormachen? Ach, ich habe keine Ahnung, Matthias. Das Gold ist. Klingeling! So, genau so haben wir es in Erinnerung. Also normalerweise ist das zwar eine Serie, aber ich muss einfach sagen, so alle Gehgeräusche von SpongeBob finde ich super geil. Es gibt genug SpongeBob-Spiele und wenn ich dann einen raussuchen müsste, sind es natürlich die Geräusche von SpongeBob selbst. Das ist einfach ultra funny. Es ist Das respektiere ich. Das ist so out of left field. Das sind auch gute Effekte auf jeden Fall. Das ist gutes Foley. In Vorbereitung auf diese Frage habe ich mir tatsächlich nochmal wirklich jeden Videospiel-Sound in der Geschichte der Videospiele angehört und kam zum Schluss. Jetzt, der absolut beste Videospiel-Sound ist aus Smash Bros. Der Final KO-Sound. Wenn du jemanden so richtig schön triffst und machst so. Weißt du, ja okay, das ist leider kein Soundeffekt. Das wäre bei Sachen, die gesprochen werden, das Gay. So long, Gay Bowser. Aber ja, das ist schon sehr befriedigend. Das ist schon sehr befriedigend, das Geräusch, muss ich sagen. Also von Ultimate, ist natürlich dann immer schlimm, wenn es kommt und dann die andere Person nicht aus der Stage rausfliegt. Ja, fliegt noch einmal so im hohen Bogen aus dem Level, das ist so maximal befriedigend. Einfach ein sehr cooler Videospielsound. Gay! Ich sag's, mehr Spaß, wenn man so jemanden so richtig schön und dann macht's so schön. Ich habe da nicht lange drüber nachgedacht. Ich glaube, es gibt auch 100.000 bessere Soundeffekte aus allen möglichen Genres. Aber für mich ist immer im Kopf, wenn ich so dran denke, von Mortal Kombat das Finish him. Ja, aber es ist kein Soundeffekt. I'm sorry to be the pedantic asshole, aber das ist kein Soundeffekt. Und dann. So, finde ich gut. Das sind die Soundeffekte, so. Aber.
aber nicht das Finish. Das ist natürlich so weit gefasst, das sagen wir alle. Deswegen nehme ich einfach ein paar sehr ikonische Sounds. Und zwar will ich mich da auch nicht genau festlegen, aber die von Super Mario Bros. Die sind alle geil, die sind alle ikonisch, die sind alle immer noch da. Die wurden so oft auch teilweise mehr verwendet, so wie smart die auch eingesetzt wurden. Wie der Sound, wenn du getroffen wirst, ist derselbe Sound, wie wenn du in eine Röhre reingehst. Das ist für manche jetzt kann ich respektieren. Ist so. Und auch die Münzen. Das ist jetzt kein interessanter Pick, aber kann ich respektieren. Das ist so, wie wenn du irgendwie, keine Ahnung, Vierer Tetris oder das normale Pac-Man-Geräusch oder sowas. Das kann ich respektieren. Das ist jetzt halt sehr, sehr konservative Antwort. Bis heute klingen die Münzen noch geil, wenn du sie einsammelst. Das ist einfach, bling, ist einfach super. Und auch das One-Up-Sound und so. Alles geil. Alles geile Sound. Gut. Hallo, mein Name ist Nils Bomhoff. Ich habe den Kann wirklich jemand, bitte, irgendjemand aus der Redaktion, könnt ihr euch einfach mal so in Ruhe mit Nils hinsetzen und ihm einfach erklären, wie unglaublich unlustig das ist und es nur noch unlustiger wird, je öfter er versucht, diesen Bit irgendwie zu bringen? Bitte, es tut einfach jedes Mal weh. Ärztlich begründeten Verdacht. Einfach wirklich so eine Intervention, also ich weiß, du wirst langsam auch älter, du versuchst noch bei der jüngeren Zielgruppe Anklang zu finden, I get it, ich versteh's wirklich, aber bitte versuch einfach nur normal zu sein. Ein absolutes Gehör, außerdem bin ich Akustikexperte und ich kann daher aus ästhetischer und inhaltlicher Sicht sagen, dass folgendes Geräusch das Beste ist. Es ist jedes Mal derselbe Bit. Oh, meine Güte. Eingespielt. Es ist das Level-Up-Geräusch von Fallout. Und dann auch noch so eine Antwort geben. Wenn man durchs Wasteland zieht und dann bekommt man ein neues Level und dann gibt es so ein geiles Geräusch. Ihr habt es gerade gehört, ihr hört es jetzt nochmal. Warum wird Ü40 hier zurückgehalten? Was ist die geheime Verbindung mit Ü40? Habe ich irgendwie neues Twitch-Meter nicht mitgekriegt? Okay, Ü40 muss scheinbar zurückgehalten werden, ja. Ja, ich weiß es wirklich nicht. Ist halt der Chef, die sitzen da und sagen, haha, der war gut, Ich meine, die sind ja an sich mehr ausgegliedert und gerade was die Game 2-Redaktion angeht, da haben die ja nichts mit zu tun. So, die werden dann für irgendwelche, vielleicht nochmal für eine Anmoderation und sonst was reingeholt, aber mit der eigentlichen Redaktion haben die da ja nichts mehr zu tun, großartig. Aber es ist, oh, keine Ahnung. Und dann kann man sich diese Levelpunkte verteilen und man kann sich auch einen neuen Perk aussuchen. Woody hat es einfach richtig gemacht. Der hat sich einfach rausgehalten. So geil, das beste Geräusch. Ihr hört es jetzt nochmal. Normalerweise müsste einfach ich jetzt so 0815 Trommelgeräusch hervorragend. Halt verschiedene Schuss- und Nachladegeräusche. Ist einfach geil, wenn so saftig die Schrotflinte. Aber das meine ich nicht. Ich muss einfach das eine nennen und ich hoffe, ich bin der Erste, der es nennt oder der Erste, den ihr aufnehmt. Es ist ganz klar. Ihr wisst natürlich alle, das kann nur die Kiste sein, wenn Link oder die andere, wenn die Kisten aufmachen in Zelda. Für mich ist der beste Gaming-Sound-Effekt von Yoshi, nämlich das. Ja, das ist 10 von 10 Soundeffekt, right there. Ich liebe es so sehr, es ist so süß und ich liebe es, dass es in jedem Spiel ist, wo er auftaucht, weil es einfach so. Es ist einfach süß und das. Keine Ahnung, ich mag es. Das Beste. Das ist Smash Brothers. Also Kuro hatte schon das richtige Spiel, aber es ist ein anderer Sound. Und zwar ist es natürlich der Baseballschläger von Smash Brothers. Einfach wirklich dieses hohe Geräusch. Allein schon mit dem Baseballschläger zu treffen ist ja schon geil, weil du musst den ultra lange aufladen, ist derbe schwierig. Und dann BÄM! Und dann kommt dieses hohe Geräusch. Melee. Und der fliegt einfach nur weg. Der Baseball Contest. Das ist einfach so satisfying. Also der Samstag Contest. Das hat so Bock gemacht, schon im ersten Teil mit dem geilen Baseballschläger Leute wegzuhauen. Mein bester Gaming-Soundeffekt
Der ist vielleicht nicht global der geilste, aber der ist in meinem Herzen drin. Und zwar ist das die Waffe Telesto aus Destiny 1 und 2. Jetzt bin ich mal auf das Geräusch gespannt. Also das ist... Jetzt bin ich wirklich mal gespannt. Einfach so eine Destiny 2 Waffe. Oh, ich dachte schon, er meint... Weißt du, ich hatte eigentlich bei Trant gehofft, er würde irgendwie so das Erzen aus Monster Hunter oder so nehmen. Ne? Wenn du wirklich die Pickaxe da drauf haust oder das Schleifen oder sonst irgendwelche Sachen. Da habe ich eigentlich fest mit gerechnet, dass irgendein Monster Hunter Soundeffekt kommt. Aber nein, der gute Mann hat ja auch noch seine Brainworms in Destiny drin. Jetzt bin ich mal gespannt, wie sich das anhört. Ich lieb die einfach, also... Wollen wir vielleicht doch noch mal einen aus Monster Hunter versuchen? Fusion Rifles generell in Destiny haben einen super geilen Soundeffekt, weil die immer sich erst kurz aufladen und dann alles rausrotzen wie ein Cyber-Nieser. Das hört sich vollkommen generisch an, I'm sorry. Bei Telesto ist es noch geiler und eigentlich ist es die Kombination aus beiden Soundeffekten, nämlich auch wenn die Perlchen dann noch explodieren wie kleines Popcorn. Ja, Rare also, Trant, Trant, geilste Sound überhaupt. Kannst du mal vormachen? Es tut mir echt leid. Und die Perlchen? Ich kenne das gar nicht so gut. Aber auch sehr befriedigend, ey, wenn alles so wegblubbert. Das ist gut, ne? Ich habe eine Liste für euch gemacht. Also, ich liebe aus Sonic the Hedgehog 1. Hört mal auf mit den Soundeffekten hier. So, also das Schnappen nach Luft, dieses... Und dann mag ich den Lavaball. Der macht so... Und dann Lavaball mag underrated. Ich die Zähne bei Inscription, wenn die so in die Waagschale geworfen werden, die so... Und dann mag ich bei Portal die Portal Gun. Und ich mag die Kleinlinge bei Rayman, weil die immer so... Das sind alles Ws, ja, würde ich zustimmen. Würde ich zustimmen. Guppi, sagen die immer. Wie gesagt, vor allem also Sonic 1, Marble, ich hasse Marble Zone, aber der Feuerball, der ist schon ziemlich gut. Der ist underrated, ja, auf jeden Fall. Hört sich an, als hätte er richtig heftig Dünnpfiff. Das hört sich ein bisschen anders an. Das hört sich ein bisschen anders an. Richtig heftiger Dünnpfiff.